gerade dabei, mir meine Fingernägel zu lackieren. Augusta! Hallo, hier ist Julia. Sie können mir nach dem Pfeifton eine Nachricht hinterlassen. Oder Sie versuchen, mich in meinem Büro zu erreichen. Danke. Hallo, Julia, ich bin's. Ich habe gedacht, dass du da wärst, aber vielleicht bist du gerade unter der Dusche oder liest Samantha ein Gute-Nacht-Märchen vor. Ich habe dich angerufen, weil ich dir die Möglichkeit geben wollte, unsere Verabredung abzusagen. Das klingt ja auch schon so merkwürdig. Verabredung? Ein Geschäftsessen mit der Mutter meines Kindes. Findest du das nicht auch sehr komisch? Obwohl ich selbst das in Kauf nehmen würde, nur um mit dir zusammen zu sein, möchte ich deine Geduld und Langmut nicht noch einmal strapazieren und uns in Verlegenheit bringen. Wenn wir jemals wieder gute Freunde werden sollten, darf nichts unter Zwang entstehen. Schon gar nicht bei so einem ängstlichen Menschen, wie ich es bin. Wenn du meinst, dass wir noch Zeit brauchen für einen Neuanfang, dann soll es so sein. Ich will es verstehen. Heute Abend zu Hause bleiben und auf deinen Anblick verzichten. Ich werde so lange warten, bis du deine freie Entscheidung getroffen hast und mich anrufst. Ja, ich finde, du hast recht, Mason. So, jetzt können Sie nicht sagen, dass ich hier keine Wahl gelassen hätte. Aber vielleicht verzehrt sie sich nach mir. Vielleicht kann sie es gar nicht erwarten, mich zu sehen. Vielleicht ist sie schon scharf darauf, mit mir essen zu... Oh. Noch schärfer als eine Rasierklinge vielleicht. Ich hatte es doch schon am Telefon gesagt. Sascha weiß nicht das Mindeste von uns. Und wenn sie es herausfinden sollte, dann kümmere ich mich drum. Was war das? Ich gehe mal nachsehen. Nicht aus der Klinik entlassen. Nein, das haben sie nicht. Ich habe mir freigenommen, um noch einige Leute zu sehen. Und manche vielleicht das letzte Mal. Ich bitte dich, lass das Loch. Du kannst dir deinen Saft holen, er steht draußen auf dem Wagen. Immer nur dieser Saft. Was anderes Trinkbares kriegt man hier wohl nie was. Unterschätz ihn nicht, da ist Vitamin C drin. Das gibt dir Kraft und macht dich munter. Vitamine sind Vitamine, sonst nichts. Das ewige Leben geben sie uns auch nicht. Na gut. Orangen- oder Erdbeersaft? Überrasch mich. Also dann. Eigentlich, wie spät es schon ist, meine kleine Lady?
Ich hätte es mir verkneifen sollen, Augusta zu sagen, dass dein Daddy hier kommt. Aber nun ist es zu spät, stimmt's? Ja. Ja, stimmt, genau. Wir beide werden ein Abkommen schließen. Tust du der Mami den Gefallen? Dann pass auf. Du darfst aufbleiben, bis dein Daddy hier ist und ihm einen Kuss geben. Und dann gehst du brav ins Bett. Du lügst so wie deine Mami. Genauso schlecht. Da ist er ja schon. Wenn ich gewusst hätte, dass du noch auf bist, hätte ich dir auch eine Blume mitgebracht. Das ist ja schade. Sie hat etwas gelitten. Ich habe mich aus Versehen im Auto draufgesetzt. Dein Gesicht hat auch gelitten. Was hast du denn angestellt? Ich dachte, dass ich mit deiner Narbe im Gesicht interessanter wirke und einen größeren Eindruck auf dich mache. Doch dann tat es mir doch leid, meine ebenmäßigen Züge auf diese Art zu entstellen. Du siehst wunderschön aus. Ich habe eine Ewigkeit überlegt, was ich anziehe. Denn du bringst es fertig, mich heute zum Fallschirmspringen einzuladen. Nein, heute Abend nicht. Beim freien Fall können wir uns so schwer unterhalten. Ach so, du willst dich also mit mir unterhalten? Ja, wieso? Was hast du denn gedacht? Ich würde sagen, wir gehen in den Orient Express, oder? Hast du eine bessere Idee? Nein, der Orient Express ist eine gute Wahl, finde ich. Denkst du, mit dem Schmister lassen sie dich auch rein? Das werden sie wohl müssen, denn ich bin einer der Direktoren. Oh ja, richtig. Ich werde sie jetzt ins Bett bringen und dann können wir gehen. Ich habe ihr gesagt, dass sie noch einen guten Nachtkuss von dir kriegt. So, schlaf gut, jetzt mein Schatz. Drückt den Daddy noch ganz toll. Schluss, lass für mich auch noch was übrig kommen. Ich bin gleich wieder zurück. Es ist kaum was zu sehen. Es sieht nicht so schlimm aus, wie du denkst. Ich sehe im Spiegel, wie es aussieht. Es erinnert mich daran, wie ich mich als 16-Jähriger wochenlang auf den Tanzabend gefreut habe und dann am Morgen des großen Tages feststellte, dass ich über Nacht einen Pickel in Übergröße auf meiner Nasenspitze festgesetzt hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mal 16 warst. Doch, das war ich. Ich war ein schrecklich linkischer und unbeholfener Junge. Ich habe nur getanzt, wenn langsame Musik spielte, weil ich eine Riesenangst hatte, mich bei schnellen Tänzen zum Affen zu machen. Ach ja? Und bis heute tanze ich nicht gern. Sei unbesorgt, Schatz. Ich verspreche dir, dich nicht aufzufordern. Nett von dir. Ja, schon gut. Danke. Ich finde, es riecht hier etwas eigenartig. Was kann das nur sein? Ach, das ist nichts weiter. Ich hatte vorhin nur einen kleinen Unfall mit dem Nagellackentferner. Ach so. Gut zu wissen, dass ich heute Abend nicht der Einzige war, dem vor Aufregung die Hände zitterten. Ja, richtig. Ich habe das Gefühl, dass wir zwei heute einen sehr schönen Abend verbringen werden. Ja, das könnte sein. Gut, lass uns gehen. Ich helfe dir. Oh, entschuldige. Wir können gehen. Oh, der Schlüssel noch. Wo waren Sie denn? Ihr Auftritt war vor einer halben Stunde. Bunny, gehen Sie mir nicht auf die Nerven. Geben Sie mir lieber was zu trinken. Ich bin total durchgefroren. Was ist passiert? Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich im strömenden Regen einen Reifen gewechselt habe? Nein. Heißt das nein, wie schrecklich, Sie armes Ding? Oder soll das heißen, von Ihnen lasse ich mir sowas doch nicht erzählen? Sascha, Sie haben noch niemals im Leben einen Reifen gewechselt. Irgendwann ist es immer das erste Mal. Ja, aber nicht heute. Ihre Fingernägel sind noch alle dran. Geben Sie mir einen großen Whisky. Ich dachte, hier würde jetzt eine Unterhaltungsshow laufen. Sie fängt heute etwas später an als sonst. Könnte das hier vielleicht der Grund dafür sein? Miss Schmidt hat nicht zufällig erwähnt, dass sie etwas verloren hat. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe das gerade gefunden. Ich dachte, dass es vielleicht ihr gehört. Ja, Sie können sie ja selber mal fragen. Eigenartig, sie war doch gerade noch hier. Bleiben Sie sitzen, ich werde sie suchen. Sie nicht. Es könnte sein, dass sie unten in ihrer Garderobe ist. Hallo, Carrie, hier ist Bunny. Sag mal, ist Miss Schmidt für ihren Auftritt fertig? Oh, das ist ja schrecklich. Ja, sehr dumm, doch nicht zu ändern. In Ordnung. Sie wollten mir gerade Bescheid sagen, Miss Schmidt ist krank und wird leider heute Abend nicht auftreten können. Ach so. Und wo ist sie?
gleich zu Hause. Sie wird morgen bestimmt wieder hier sein. Das ist sehr nett von Ihnen. Danke. Aber ich möchte es ihr persönlich geben. Bis bald. Ich danke Ihnen. Ja, aber Sie müssen mehr tun, als mir zu danken, Sascha. Ich will einen plausiblen Grund, wieso ich für jemanden lüge, den ich nicht leiden kann. Annie, du hast mich aber erschreckt. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich kann meine Augen auf einmal nicht mehr aufhalten. Habe ich was verschüttet? Nein. Nein, du hast alles ausgetrunken, wie ein artiges Kind. Ja. Es ist zum Glück nur aus Plastik. So ist es nicht weiter schlimm, dass es runtergefallen ist. Du hast mir am ersten Tag erzählt, warum hier Plastikgeschirr benutzt wird. Kannst du dich noch daran erinnern? Du sagtest, dass die Patienten womöglich Glasscherben dazu benutzen könnten, sich etwas anzutun. Hast du das vergessen? Annie, hörst du mich noch? Annie? Annie? Man könnte sagen, sie schläft wie eine Tote. Das ist doch gut so. Ich habe jetzt nämlich viel zu tun und will dabei nicht gestört werden. Ja, hallo? Hallo? Laura? Ja, ich bin's. Da staunst du was. Habe ich dich gestört? Nein, gar nicht. Ich hab nicht damit gerechnet, dass du jetzt anrufst. Immerhin ist doch sicher schon Nachtruhe. Könnt ihr denn dort in der Klinik telefonieren, wann ihr wollt? Ich wollte eigentlich früher anrufen, doch vorhin war ja eine lange Schlange. Ich weiß auch nicht, warum heute alle telefonieren wollten. Du hörst dich so traurig an. Nein, ich bin nur sehr müde. Ich habe heute lange gearbeitet. Ja, dann geh jetzt lieber wieder ins Bett. Oder bist du so wach und willst noch irgendwo hingehen? Wohin denn um diese Zeit? Na, es wäre doch wohl nichts Neues, dass du mitten in der Nacht losziehst. Ich mach dir doch gar keine Vorwürfe, nur denk mal daran, dass oft mitten in der Nacht ein Kollege etwas von dir wollte. Ja, aber heute wird mich kein Telefon wach bekommen. Ich werde tief und fest schlafen. Ja, das ist gut. Du hast deinen Schlaf nötig. Schlaf gut und träum was Schönes. Ja. Ein Traum aus purem Gold, wie meine Zimmernachbarin immer sagt. Ihre Mutter war Italienerin. Findest du auch, es hört sich schön an? Ein Traum aus purem Gold. Ja, mein Lieber, genieße ihn, denn es wird der letzte für dich sein. Laura! Bist du verrückt geworden? Was bildest du dir ein? Na sowas, darf ich das etwa nicht? Ist doch wohl die Geschichte verbreitet, dass wir zwei schon so gut wie vor dem Altar standen. Das hat einen Grund, das weißt du am besten. Ich habe nur gesagt, dass du mein Ex-Verlobter warst. Das musste ich Michael erzählen und jetzt lass mich in Ruhe. Schön und gut, ich will aber nicht irgendein Ex sein. In meinen Ohren hört sich das nicht gut an. Wie sich das für dich anhört, ich musste erklären, warum du in ein Fenster reingeguckt hast. Und wenn mir nichts eingefallen wäre, hätte Michael ganz schnell jemanden geholt, der dir deine Rechte vorliest, dann hättest du alt ausgesehen. Du scheinst nicht ganz durchzusehen, mein Mäusezähnchen. Ich habe nicht die geringste Angst vor deinem Michael. Wir wissen doch beide sehr gut, warum er mir etwas anhängen will. Er ist nämlich ganz versessen darauf, dich zu kriegen. Das ist doch wohl total idiotisch. Sei dir darüber im Klaren, dass wir hier nicht von einem gewöhnlichen Weiberhelden reden. Denk daran, der Mann war Priester. Ja, gewesen. Es ist eine Weile her. Er ist ein Mann, genauso wie jeder andere. Und ich sah, wie dieser Mann dich immer angestarrt hat. Du kannst mir glauben, dass er kein Heiliger ist.
Und deshalb wird es jetzt Zeit für uns beide, dass wir uns näher kommen und deshalb küsse ich dich. Du wirst mich nicht anfassen. Hör jetzt mal gut zu. Ab sofort wirst du zu mir gehören. Und nun kannst du deinem heiligen Michael und allen anderen, die es hören wollen, sagen, dass sie herzlich zu unserer Hochzeit eingeladen sind. Das ist das Letzte, was ich tun werde. Dann werde ich dich dazu zwingen. Es ist für mich die einzige Chance, um in Ruhe gelassen zu werden. Ich muss den Rücken frei haben, denn ich habe einen Job zu erledigen. Andernfalls werden Mr. Darnley und dieser Barbesitzer ständig mit ihren Ohren am Schlüsselloch hängen, wenn ich mal auf einen kurzen Schwatz bei dir reinschauen sollte. Wenn wir ein Paar sind, dann werden sie uns in Ruhe lassen. Du verlangst etwas zu viel von mir. Nur keine Angst. Auf meine ehrlichen Rechte werde ich nicht bestehen. Vielleicht mal ein kleiner Kuss dann und wann. Lass mich los. Schlag dir das aus dem Kopf, Muchacho. Nach Hause. Ich habe ihm gesagt, dass sie nach Hause gefahren sind. Dann wird er dort sein. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich mich noch verstecken könnte. Wovor haben Sie denn nur solche Angst? Bunny, wenn ich Ihnen das sage, werden Sie unnötig mit hineingezogen. Was auch immer Sie sich für eine Meinung von mir gebildet haben. Ich habe Sie gerne und ich möchte nicht, dass Ihnen irgendjemand wehtut. Das könnte ich nicht ertragen. Woher wollen Sie schon wissen, was gut und böse ist? Ich frage mich, wie Sie sich auf solche Mistkerle wie Craig Hunt und Tonell einlassen können. Ich weiß auch nicht, wie ich das konnte. Ach, das noch. Hier. Ich weiß nicht, was die mit mir vorhaben. Ich weiß es wirklich nicht. Aber irgendetwas wird passieren. Wenn man mit solchen Leuten zusammen ist, entwickelt man einen sechsten Sinn. Man fühlt, wenn sie etwas im Schilde führen. Im Augenblick sind sie der Einzige, dem ich trauen kann. Der Einzige. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Darf ich? Was kann ich für Sie tun? Sascha, bitte versprechen Sie mir, dass die Sache nichts mit Mason und Julia zu tun hat. Nein, ich schwöre es. Ich schwöre, dass es um etwas anderes geht. Sie haben von Craig Hunt nichts zu befürchten. Ich habe mal gehört, dass Sie hier ein Gästezimmer haben. Stimmt das? Oh, so ist das also. Man kann mir nichts erzählen, weil ich in etwas hineingezogen werde. Doch unter meinem Dach übernachten, das scheint kein Problem zu sein. Nein, so ist das nicht. Wollen Sie mich denn nicht verstehen? Sie werden nicht auf die Idee kommen, mich gerade hier bei Ihnen zu suchen. Bitte, Bunny, nur eine Nacht. Dann werde ich zu Ethan Asher gehen. Vielleicht kann er etwas tun. Bunny, ich bitte Sie. Nein, Kindchen. Ich kannte früher schon mal eine Frau, die bitte so säuseln konnte. Sie hat mir Unglück gebracht, weiter nichts. Seit ich Sie das erste Mal gesehen habe, sind hier einige Dinge in meiner Umgebung geschehen, die mir absolut nicht gefallen. Tut mir leid. Sie müssen sich allein helfen. Tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe. Oh nein. Ja, ich meine, ich habe mich nur erschreckt, weil ich dich nicht erwartet hatte. Ich habe gar nicht gewusst, dass hier noch jemand im Zimmer wohnt. Können wir rausgehen und uns draußen unterhalten? Nein. Naja, die Aufenthaltsräume sind jetzt leider schon geschlossen. Sie scheint einen festen Schlaf zu haben, oder geht es ihr nicht gut? Nein, sie hatte so eine Art Angstanfall, verstehst du? Vielleicht hat das Pflegepersonal ihren Beruhigungsdrink etwas zu stark angerührt. Kann das vorkommen? Ja, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich hoffe nur, dass ich keinen Ärger bekomme, weil ich so spät noch Besuch empfange. Hast du denn eine Erlaubnis? Ach was, da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Meine Schwester hat hier früher Beratungen durchgeführt. Daher kenne ich noch einige vom Personal. Zum Beispiel Schwester Edna und Bill Strand und noch ein paar andere. Edna? Ah, natürlich, das ist der Vorname von Mrs. Green. Ja, und was hast du ihr erzählt? Ach, ich habe ihr nur gesagt, dass du eine gute Freundin von mir bist. Ach, wirklich? Ich hätte nie gedacht, dass du noch eine so freundliche Bezeichnung für mich findest. Du musst entschuldigen, wenn ich das letzte Mal vielleicht nicht so sehr nett zu dir gewesen bin. Ja, da hattest du aber auch recht. Ich habe mich wirklich ganz schrecklich aufgeführt. Nun ja, ich wusste, dass du an dem Tag sehr durcheinander gewesen bist. Doch ich glaube, es hätte dir auch nicht viel geholfen, wenn du mir leid getan hättest. Und außerdem hatte sich so viel Ärger in mir aufgestaut, dass ich mir endlich mal Luft machen musste. Natürlich, das verstehe ich. Nur keine Schuldgefühle meinetwegen.
Es sieht so aus, als wäre ich immer noch ein wenig durcheinander. Aber warte nur ab. Bald sieht es schon anders aus. Ich bin gerade dabei und deshalb bin ich auch hier, das Leben in den Griff zu kriegen. Das freut mich. Ich hätte dich schon viel eher besucht. Ich hatte aber erst gestern erfahren, dass du dich in diese Klinik hast einweisen lassen. Ich weiß, wie schwer es dir gefallen sein muss, diesen Weg zu gehen. Na, es ging. Es war auch nicht meine Idee, um ehrlich zu sein. Ethan musste mich erst davon überzeugen, aber nun weiß ich, dass es genau die richtige Entscheidung war. Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt hier bin. Warum stehst du? Setz dich doch hin. Ja, und ich weiß, dass ich hier bleiben muss und alles bis zum Ende durchstehen werde. Das klingt sehr vernünftig. Ich freue mich für dich. Danke, nett von dir, dass du das sagst. Ja, und ich meine es auch so. Ich freue mich wirklich. So viel hat sich eigentlich gar nicht geändert. Du bist immer noch ein sehr wichtiger Mensch für mich. Für mein Leben. Ob du es willst oder nicht, wir sind nun mal eng miteinander verbunden. Ich kann dir so lange nicht böse sein. Und bis heute wünsche ich mir nur das Allerbeste für dich. Alles, was du dir selber auch wünschst. Ich denke, dass meine Wünsche kurz vor ihrer Erfüllung stehen. Woher weißt du das so genau? Na, ich weiß es. Ich fühle mich so, als würden mich irgendwelche hohen Wände oder Mauern, Gefängnismauern einkreisen. Und das schon mein ganzes Leben lang. Und nun bin ich endlich hochgeklettert. Und ich sehe, dass da draußen noch eine andere Welt existiert. Dir ist das vielleicht damals ähnlich gegangen, als du nicht mehr Priester sein wolltest. Vielleicht kann man das Gefühl vergleichen. Ich hatte damals kein besonders gutes Gefühl nach der Entscheidung. Und ich frage mich heute noch manchmal, ob sie richtig gewesen ist. Nein, weißt du, was ich denke? Du würdest dir die Frage gar nicht stellen, wenn du jetzt eine Frau lieben würdest. Ja, das wirst du nicht abstreiten können. Aber nach dem, was mit uns passiert ist, hast du einfach Angst. Da siehst du mal, wie wir uns unterscheiden. Ich fürchte mich davor, mit jemandem zusammen zu sein, und du schreckst davor zurück, ohne jemanden zu sein. Ich bin noch nie in meinem Leben richtig selbstständig gewesen. Denn ungefähr seit ich 16 war, es ist wirklich verrückt, hatte ich noch nie den Gedanken, dass ich auch ohne Mann leben könnte. Als du mich verlassen hast, bin ich sofort zu Ethan gegangen. Von einem Bett ins andere. Das ist ein Problem. Ja, ja. Es scheint vielen Menschen schwer zu fallen, ganz selbstständig klarzukommen. Aber ich werde es schaffen, das wirst du sehen. Ich will es jedenfalls versuchen. Wenn ich wieder draußen bin, dann mache ich alles anders. Ich werde mein altes Leben völlig von mir abschütteln. Und, hast du das Ethan erzählt? Vielleicht nicht so wörtlich, doch dem Sinn nach schon. Aber er weiß auch, dass es so nicht weitergeht. Wir können doch nicht einfach dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich weiß nicht, was auf einmal mit mir los ist. Ich bin müde. Oh, entschuldige bitte. Es ist ja auch schon spät am Abend. Ich hätte dich morgen tagsüber besuchen sollen. Nein, nein. Ich bin froh, dass du noch gekommen bist. Ich bin auch sehr froh, dass ich hier war. Und ich spüre, dass du den richtigen Weg gehst. Laura, glaub mir, du schaffst es. Das weiß ich. Also. Michael? Ja, was ist? Sag, bist du auf mich stolz? Ich frage dich, weil es für mich wichtig ist. Ja, es hilft mir, wenn du mir das sagst. Ja, Laura, ich bin stolz auf dich. Schatz, was würdest du erst sagen, wenn du alles wüsstest? Ich habe mir vorgenommen, wenn wir uns treffen, nichts zu sagen, was auch nur im Entferntesten mit Zwang oder Rührseligkeit zu tun hat. Ich habe gleich gemerkt, dass etwas fehlt. Ich hatte gehofft, dass es deine Bewunderung findet. Ist das so? Was? Du sollst sagen, ob es dir gefällt. Ja. Und warum zeigst du mir nicht, dass du dich darüber freust? Wir wollten doch über Augustas Angelegenheiten reden. Das haben wir schon getan. Ach so. Na, dann können wir beide ja zum gemütlichen Teil kommen. Immer ein Scherz auf den Lippen. Julia, warum nimmst du eigentlich nie ernst, was ich dir sage?
Ich hatte dich angerufen, um dir zu sagen, dass du noch einen Rückzieher machen kannst. Wieso bist du darauf nicht eingegangen? Das weiß ich auch nicht. Ich hatte das dumme Gefühl, dass etwas dahinter steckt. Was soll denn dahinter stecken? Ich hatte mir geschworen, dich auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Versprechungen zu etwas zu zwingen, das du nicht willst. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich hatte dir doch auf deinem Band eine Nachricht hinterlassen. Hast du denn überhaupt ein Wort davon gehört? Ja, natürlich. Ich denke, wir sprechen gerade darüber, oder nicht? Mir war so, als hätte ich dir da alles erklärt. Ich möchte dich zu nichts zwingen und dir nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ich meine es wirklich ganz ehrlich, Julia. Und dann, wenn du mich überrumpelt hast, was hast du dann vor? Oh, jetzt verstehe ich. Du denkst also, ich mache dir irgendwas vor und werde ich ganz ehrlich zu dir. Glaub mir, das sind keine Tricks. Ich will mich wirklich ändern. Du sollst dich nicht von mir bedrängt fühlen. Ich überlasse dir die freie Entscheidung, ob du mit mir leben willst oder nicht. Ich will nichts von dir, was du nicht auch willst, Julia. Ich will doch nur dein Bestes. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Verstehst du das? Ich habe über uns nachgedacht. Ich sehe jetzt vieles anders. Ich habe so viel falsch gemacht und ich weiß, dass mein Verhalten dir oft Kummer bereitet hat. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass du mit mir nichts mehr weiter zu tun haben willst. Aber eins sollst du wissen. Du bist für mich die einzige Frau. Und ich leg dir mein Herz zu Füßen. Du kannst damit machen, was du willst. Heb es auf oder nicht, ich überlasse dir die Entscheidung. Mason, wenn man seiner Frau Liebesschwüre vorträgt und dabei an der Wange ein Stück Papiertaschentuch kleben hat, wirkt man nur lächerlich. Ich danke dir, dass du mir das auch schon sagst. Das haben bestimmt alle die ganze Zeit drauf gestarrt. Naja, nicht mehr zu ändern. Damit muss ich wohl leben. Wenn ich es entferne, verblute ich und du hast nichts mehr von mir. Oh, bitte tu das nicht. Das könnte ich wirklich nicht ertragen. Tja, dann muss ich wohl den Chefkellner bitten, mir eine schöne Plastiktüte zu bringen, damit ich sie mir über den Kopf ziehen kann. Naja, wir könnten ja tanzen. Ich habe mich wohl verhört, oder? Bitte sag das nochmal. Naja, ich dachte, ich fordere dich jetzt mal zum Tanzen auf. Und wenn wir vielleicht eine Weile ganz eng zusammen tanzen, dann würde bestimmt niemand darauf achten können, dass du dieses Papier dort an deiner Wange hast. Aber wenn du nicht willst... Mir ist so, als hättest du gesagt, dass du mit mir heute nicht tanzen würdest. Wann soll ich das gesagt haben? Nie, ich muss es wohl geträumt haben. Und? Willst du nun oder nicht? Herr Donnelly, wollen Sie nicht zu uns kommen? Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich gestern Abend etwas durchgedreht bin. Nein, das ist nicht nötig. Sie haben keinen Grund dazu. Ich habe gestern Abend genauso den Kopf verloren wie Sie. Doch, doch, ich habe mich schlecht benommen. Ich hatte etwas zu viel getrunken. Ich weiß gar nicht, wie ich nach Hause gekommen wäre. Aber ab heute sieht es anders aus. Ich bin ein neuer Mensch. Erzähl es ihm ruhig, Schatz. Markus und ich haben es uns nochmal überlegt. Wir sind wieder verlobt. Das kann doch nur ein Witz sein. Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn Sie sich dazu entschließen könnten, uns Ihre Glückwünsche auszusprechen. Ich fürchte, da muss ich Sie ziemlich enttäuschen. Entschuldige, aber ich glaube, ich muss mich übergeben. Du warst wirklich hervorragend. Es sah nicht so aus, als hätte er mir geglaubt. Nein, und wieso war er dann so wütend? Kannst du mir das mal sagen? Beobachtet er uns noch? Sieh doch selber hin. Komm her, für den Fall, dass er uns sieht. Los, geh.
Sascha? Ich kann Sie sehr schlecht verstehen. Was ist passiert? Wo steckt der denn nur? Sein Regenmantel ist hier. Er hat gesagt, er würde zu Hause sein. Wo ist seine Aktentasche? Die ist nirgends zu sehen. Ja, hallo? Hallo? Entschuldigung, tut mir leid, ich wollte Sie nicht stören. Ich hatte das Licht gesehen und da... Das macht nichts, ich wollte gerade unter die Dusche gehen. Natürlich, machen Sie nur, ich komme ein andermal vorbei. Warten Sie. Was? Kommen Sie rein. Tja, danke. Und was wollen Sie wissen? Stellen Sie Ihre Fragen. Nur zu. Ich glaube nicht, dass Sie mir auf meine Fragen eine Antwort geben können. Jedenfalls keine, die ich Ihnen abnehmen würde. Ich habe schon lange meine Illusionen verloren. Man kann es sich oft nicht aussuchen, mit welchen Menschen man sein weiteres Leben verbringt. Sie sind doch gar nicht so abgeklärt, wie Sie tun, Nikki. Ich glaube, Sie hoffen sogar, dass Cruz davon erfährt. Habe ich recht? Was? Cruz? Ja, Sie wollen ihm eins auswischen, weil er zu seiner Frau zurückgegangen ist. Sie wollen ihm zeigen, dass Sie auch jemanden haben, der Sie begehrenswert findet. Sie sind doch verrückt. Ganz richtig. Ja, ich scheine wirklich verrückt zu sein, weil ich nämlich unnütz Zeit und Energie verschwende. Wozu mische ich mich ein? Wenn Sie unbedingt Ihr Leben an diesen billigen kleinen Ganoven verschleudern wollen, dann tun Sie es bitte. Heiraten Sie ihn doch. Was zum Teufel geht mich das denn überhaupt an? Machen Sie doch, was Sie wollen. Wieso versuche ich eigentlich, Sie zu bekehren? Tja, wahrscheinlich die Macht der Gewohnheit. Lassen Sie mich eine Sekunde nachdenken. Sie wollen wahrscheinlich, dass ich wie eine Nonne im Kloster sitze. Ach, ich meine das völlig ernst. Ihnen macht es wohl Spaß, mich durch den Kakao zu ziehen, was? Ich weiß, wie ernst es Ihnen ist. Sie gehören zu den wenigen Menschen, die nicht die Augen verschließen, wenn jemand einen Fehler begangen hat. Anstatt den Fernseher anzuschalten und den anderen abzuwimmeln, wollen Sie sein Problem ergründen. Und dafür bewundere ich Sie. Das ist ja großartig. Ich liebe es, bewundert zu werden. Dafür lebe ich. Ich habe nur versucht, Ihnen zu sagen, dass Sie sehr nett zu mir waren. Und ich denke, Sie wissen nicht, was das für mich bedeutet. Da haben Sie recht. Und, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich werde mich in Ihr offensichtlich ausgefülltes Liebesleben nicht mehr einmischen. Sogar ein armer, alter, halbblinder Ex-Priester kann erkennen, wann er stört und wann nicht. Tut mir leid. Und jetzt gehen Sie ruhig los und suchen sich Ihre Brautjungfer. Bleiben Sie hier, was soll das denn? Ich weiß es nicht. Ich dachte nur, Sie wären anders. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme.
Ich dachte auch, dass Sie anders wären. Ich kann das alles überhaupt nicht verstehen. Sie tun so, als wären Sie... Was? Nun, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Sie gebärden sich, als hätte ich Sie mit einem anderen Mann hintergangen. Ja, ich weiß, es hört sich verrückt an. Ich hätte es mir verkneifen sollen. Aha. Ich war nur so über Ihre Reaktion erstaunt. Schon gut. Ich weiß, ich habe mich wie ein Idiot benommen. Tut mir leid. Es ist alles in Ordnung. Ach, Sie haben mich nicht verstanden. Ich habe ein Problem. Das hat mit Marcos zu tun, nicht mit Ihnen. Ich kann ihn einfach nicht leiden. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass es eine Frau gibt, die ihn anscheinend liebt und sogar heiraten will. Tun Sie mir einen Gefallen. Seien Sie so nett. Und vergessen Sie, was ich gesagt habe. Am besten vergessen Sie ganz, dass ich hier war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Entschuldigung, das ist zu viel für mich. Ich will Ihnen nur sagen, dass Sie auf sich aufpassen sollen und dass Sie nicht irgendwas tun, was Sie später vielleicht bereuen. Also, ich muss jetzt gehen. Wenn ich noch länger bleibe, gebe ich Ihnen noch mehr Ratschläge. Ich kann nichts dafür, es muss wohl eine Krankheit sein. Gute Nacht. Es ist schon morgen. Versuchen Sie noch etwas zu schlafen. Ich danke Ihnen, Michael. Ich meine es ehrlich. Kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein, Sascha. Na dann nicht. Ich dachte, es würde sich um was Wichtiges handeln. Schon einmal so lange nicht miteinander geredet. Du meinst, wenn wir nicht zusammen im Bett gelegen haben? Ja, ja. Wir beide scheinen zu denken, dass Reden die Lösung für alle Probleme ist. Ich habe den Eindruck, dass da schon wieder eine neue Mauer gewachsen ist, die wir überwinden müssen. Was ist denn los? Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Abend so endet. Ich bin etwas überrascht. Der Abend ist noch lange nicht zu Ende. Wie denkst du dir das? Wir können uns nicht so treiben lassen und ständig unsere Meinung ändern. Wir haben eine Tochter und Verantwortung. Wir können doch nicht so ziellos durch unser Leben laufen. Ich gebe dir recht. Ich bin dir heute Nacht so nah und ich glaube, dass wir wieder zusammen leben könnten. Ich bin überzeugt, dass wir es diesmal gemeinsam schaffen. Ich habe alles versucht, um dir klarzumachen, dass ich dich liebe. Ich habe es geschrien und geflüstert. Durch das Telefon, den Lautsprecher und in das Diktiergerät. Sogar mit Telepathie habe ich es versucht. Und ich sage es dir jetzt immer und immer wieder, auch für die vielen Male, wo ich es hätte sagen sollen. Aber es hat mir nichts gebracht, weil du nicht zuhören Hör wolltest. Auf, heute. Mason. Hast du schon mal überlegt, warum du so viel redest? Nein, warum? Weil es das Beste ist, was du kannst. Das ist aber nicht alles, was ich kann. Das weiß ich. Jetzt werde ich dir trotzdem noch etwas sagen. Es ist schwer, dich vor mir zu sehen und nicht küssen zu dürfen. Dann küss mich bitte.
Auf Wiedersehen im California-Clan. Morgen zur gewohnten Zeit gibt es eine ganz neue Episode. Also bleiben Sie dran.